mochten wir eine sozusagen Abschlussdiskussion, die auch die Gelegenheit uns alle gibt, ein bisschen etwas mitzubekommen von den Vorträgen, wo wir nicht waren, weil es war immer so dreimal diese grundsätzliche Entscheidung, wo gehe ich hin, A oder B, beide Sachen interessieren mich, was mache ich. Und wir haben uns eine bestimmte Choreografie jetzt für diese Abschlussdiskussion sozusagen vorgestellt, die ich hoffe, wir werden sehen, ist auch ein Experiment in gewisser Weise. Wir würden gerne das so machen, dass wir erstmal alle Referentinnen von den zwei ersten Panels nach vorne einladen, und wir würden dann bitten, die jeweiligen Chairs eine kurze Zusammenfassung von, nicht eine, sozusagen, es muss nicht alles dabei sein, aber so einfach so ein persönliches, so was habt ihr mitgenommen, was waren die Themen, die vielleicht in der Diskussion aufgetaucht sind, in 3 bis 5 Minuten kurz zusammenzufassen. Und dann würden wir auch für eine kurze Zeit die Diskussion eröffnen, und dann machen wir das dreimal. Und das, diese Stühle hier werden sich so zusätzlich fühlen mit mehr Stimmen und mehr Gesichter und mit mehr Themen und Problemstellungen und so weiter und so fort. Also ohne viel Zeit zu verlieren, würde ich schon mit dem Protokoll, wir haben gerade über Protokolle geredet mit Markus Bader, ich würde mit diesem partizipatives Protokoll beginnen, und genau, alle Teilnehmer der Panels 1a und 1b nach vorne bitten. Ja, danke. Ja, und wir können so ganz einfach mit A beginnen und Jens Lachmund das Wort übergeben, dass er sein Fazit von dieser Session uns gibt. Ja, danke. Ja, in dieser Session haben wir als Thema gehabt die Grenzen oder auch das Jenseits des Ökosystem-Service-Ansatzes. Ich habe die Session selbst kurz eingeleitet mit einigen Stichpunkten darüber, was dieser Ansatz ist und was es da für Ambivalenzen gibt. Und anschließend hat Ferdinand Ludwig aus der Perspektive der Baumbotanik einige Ambivalenzen dieses Ansatzes ausgeführt. Unter anderem, was Typisches für diese Baumbotanik ist, dass sie den Baum selbst oder auch andere Pflanzen als Baubotanik ist es, und den Baum und andere Pflanzen benutzt, den Baum etwa als Trägerfunktion für bestimmte Gebäude. Aber das Interessante dabei war, dass dann in den wirklichen Experimenten auch das Scheitern sehr wichtig ist für das Arbeiten mit diesen, ja, was man sonst Ökosystem-Services bezeichnen würde. Und das zweite Thema, das auch dabei auftauchte, war, da ging es nicht allein um die Bäume, auch um andere Pflanzen, dass die nicht immer nur in Dienst gestellt werden vor Menschen, sondern auch, wenn man sich anschaut, wie etwa Pflanzenliebhaber, Biophile mit diesen Pflanzen umgehen, dass sich das Ganze verkehrt und plötzlich die Pflanze diejenige ist, die Care-Maßnahmen, Services von den Menschen verlangt. Man hat also eine sehr viel verwickeltere Beziehung, wo nicht mehr klar ist, wer wem eigentlich dient, und das war auch der Vortragstitel. Und anschließend in Michi Knechts Beitrag, der etwa sehr viel theoretischer war, da ging es um den Begriff der Natur und Kulturen, bewusst ohne Bindestrich geschrieben und auch plural, als eine Einladung, neue Denkräume auszumessen, die zu einer Position führen sollte, die einerseits postanthropozentrisch ist, aber zugleich auch einen pluralen Naturbegriff hat. Also nicht nur mit der das Zusammenbringen des Natürlichen und Kulturellen, sondern das auch als Vergleichsschema für verschiedene Konfigurationen von pluralen Naturen und damit einhergehenden Gesellschaften zu oder Kulturen zu benutzen.
Und ja, was interessant war, waren auch, fand ich, die Ausführungen, wie so eine Haltung sich zwischen einerseits dem Naturdeterminismus einer ökologischen Anthropologie oder wie ist der Ansatz der Kultur, Naturanthropologie bewegt, aber andererseits auch dem Sozialdeterminismus einer traditionellen politökonomisch orientierten politischen Ökologie, die Natur eigentlich immer noch als das Außen begreift und ist von da dann auf mehrere Konsequenzen gezogen, unter anderem für die interdisziplinäre Zusammenarbeit, für neue Formen der Kollaboration, die eigentlich immer wieder auf institutionelle Grenzen stoßen, aber die eigentlich dringend notwendig sind, um diese Denkräume in Form von Naturkulturen oder Naturenkulturen wirklich begehbar zu machen. Ja, zum Schluss hatten wir noch eine Diskussion, die unter anderem damit endete, was nun eigentlich mit diesem Begriff der Ecosystem Services zu tun ist. Und das war ein bisschen ambivalent. Einerseits ging es schon darum, bestimmte Grenzen, die in den Begriffen sind, zu thematisieren, aber keineswegs den Begriff als solchen zu verdammen oder zu sagen, dass es nicht auch irgendwelche Kontexte gibt, wo der sinnvoll ist oder wo man ihn auch neu kreativ ausbuchstabieren kann und damit auch für vielleicht ganz andere Ziele nutzbar machen kann, als die mehr ökonomistisch-managerialist-Perspektive, aus der der Ansatz ursprünglich gekommen ist. Super, vielen Dank. Und vielleicht ein Weg nach vorne, wie geht man mit diesen Naturenkulturen um in der Landschaftsarchitektur? Ist das terrestrische Entwerfen? Ich habe diesen Panel verpasst und ich bin sehr neugierig, von dir ein bisschen zu erfahren, was sich dahinter steckt. Ja, danke, wir sind nicht komplett vertreten. Judith Kreuter musste schon einen Zug nehmen und ich muss mich auch schon mal entschuldigen, ich muss mitten in der Diskussion weg, auch auf den letzten Zug nach Hannover, noch jemand. Ja, das terrestrische Entwerfen geht natürlich auf Latours terrestrisches Manifest zurück, wo er mit diesem neuen dritten Attraktor des Terrestrischen so ein Angebot macht, was das Anthropozän hat, eine Lücke gerissen. Wir können ja eigentlich, es gibt ja eigentlich keine Natur mehr, aber ständig haben wir das Wort noch drin, auch im Titel dieser Konferenz. Und er bietet uns das Wort des Terrestrischen an. Und das finden wir produktiv, einen neuen produktiven Synthesebegriff. Er sagt ja, wir sind Erdverbundene unter Erdverbundenen und nicht mehr Menschen in der Natur. Auch über das Entwerfen hat Latour ja schon vor 10 Jahren recht gut was verfasst und die Bedeutung herausgestellt, dass wir heute eigentlich das Dasein ist Design, hat er gesagt, oder zitiert er stark. Ja, und dieses terrestrische Entwerfen, dazu hatten wir 2 wunderbar gegensätzliche Beiträge. Einmal Judith Kreuter, das Climate Engineering, was sehr großskalig per Definitionem ist. Das ist zum Beispiel die CO2-Reduktion oder durch Algendüngung oder das Solar Radiation Management, also Aerosole in die Atmosphäre bringen, um die Sonneneinstrahlung zu vermindern beispielsweise. Und dieses Climate Engineering hat also viele Kontroversen, die sie uns gezeigt hat. Also es ist zum Beispiel nicht klar, ist das eigentlich ein notwendiges Übel, was wir machen müssen, um das Ziel zu erreichen, oder ist es vielleicht sogar die noch größere Gefahr? Und dann braucht das eigentlich auch riesigen Materialbedarf oder riesigen Raumbedarf. Der muss ausgehandelt werden. Und das Ganze ist so konfliktträchtig, dass sie meinte, also eigentlich gibt es noch kein Beispiel von Climate Engineering. Es ist also nichts umgesetzt. Daraus hat sich dann in der Diskussion zum Beispiel die Frage ergeben, wenn man es aber ein bisschen kleinskaliger betrachtet, könnte es dann wirksamer werden und vielleicht sogar sich verschmelzen mit Ansätzen, die wir hier auch schon sehen, unter anderem in diesem Forschungsprojekt. Franziska Bode hat dann konkreter auf die Landschaftsarchitektur reflektiert, was da das terrestrische Entwerfen heißen könnte. Also sie meinte, dass wir diese Verwobenheiten, die Koevolution und Koproduktion beachten sollten. Beeindruckend war die Gegenüberstellung des Bildes eines völlig betonierten Flusses in Sao Paulo und dann direkt rübergewechselt zu Isar in München.
Das war spannend und sie endete dann angesichts dieser Notwendigkeiten, Landschaften der Verwobenheit zu gestalten, mit einem Zitat der Naturwissenschaftler Varela und Maturana, die das Einbringen von Liebe fordern. Also das war dann ein maximaler Kontrast zwischen Liebe und Climate Engineering, den wir da hatten. In der Diskussion wurde dann unter anderem deutlich, jetzt zum Beispiel Isar versus Fluss in Sao Paulo, dass nicht überall so gehandelt werden kann wie hier in München, dass das auch wiederum Konflikte nach sich zieht und auch Probleme. Also so einfach ist es dann nicht, diese Verwobenheiten zu gestalten. Eine andere Frage war, müssen wir eigentlich jetzt auch erstmal ein Handlungsmoratorium haben, erstmal stoppen, nicht agieren, gucken. Also Latour sagt, die wichtigste Aufgabe jetzt ist erstmal zu untersuchen und zu beobachten. Und da meinten einige, ja, dann lass uns doch mal erstmal wirklich gucken, bevor wir jetzt noch mehr Forst abholzen und so weiter. Also das war auch, dann kam aber der Widerspruch, dass auch Nichthandeln ist eigentlich eine Entwurfshandlung zum Beispiel. Also so, das war so die Diskussionsrunde bei uns. Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr interessant, dass genau dieser Widerspruch zwischen Engineering und Liebe in gewisser Weise auch in unserem, in dem anderen Panel so stattgefunden hat, gerade in dieser Gegenüberstellung von Ecosystem Services und biophilischen Ansätzen. Also da steckt sozusagen da diese ähnlichen Spannungsverhältnisse und so weiter. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr so 10 Minuten für eine gemeinsame Diskussion über diese Themen und Punkte, die gerade angesprochen worden sind. Ich würde, bevor ich zu euch komme, würde ich bei den Panelistinnen oder Referentinnen fragen, ob es Ergänzungsbedarf gibt. Also irgendwelche Punkte, vielleicht gerade in Bezug auf was von dem anderen Panel berichtet worden ist. Na dann würde ich jetzt tatsächlich dann zu euch kommen und genau, Kommentare, Anmerkungen, Verständnisfragen für diejenigen, die gerade in dem einen oder anderen Panel nicht dabei waren, darum bitten. Also mich würde interessieren, jetzt zum Beobachten und auch hinsichtlich des Experiments als Wissensgenerierung. Ja? Gerade wenn man jetzt die herkömmlichen Wissenschaften kritisiert für ihre starren Einteilungen, die wir vielleicht auflösen wollen. Wie stellt ihr euch vor, dass dieses Wissen aus Experimenten, aus der Beobachtung generiert wird? Also ist das eine neue Praxis in der Wissenschaft, die aufgebaut werden soll? Also die Wissenschaft verlangt ja von sich sozusagen ein Qualitätsmanagement von Wissen zu machen. Ja? Und wie stellt ihr euch das vor, dass diese Qualität in der neuen Deutung, der neuen Beobachtung zum Beispiel aus Experimenten irgendwie gewährleistet wird? Ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ja der Experimentbegriff sich auch sehr geändert hat in den letzten 30, 40 Jahren, vor allen Dingen durch die Wissenschaftsforschung, eine empirische Wissenschaftsforschung, die zeigt, dass Experimentalsysteme natürlich kontrollierende Systeme sind, dennoch aber eingebettet in Gesellschaft, Ökonomie, Politik und dass gleichzeitig das Wissen und der Erkenntnisfortschritt sehr häufig nicht durch die kontrollierten Serien von Versuchen, sondern durch the cracks in the wall, wie Hans-Jörg Reinberger sagt, kommen. Also, sodass wir Experimentalsysteme heute verstehen als Anordnungen zur Wahrnehmung von ungesuchtem, ungewusstem, unverhofftem, überraschendem und da auch die Möglichkeit haben, den Gap zu schließen zwischen qualitativen kulturwissenschaftlichen Methoden, wie zum Beispiel der Ethnographie, die genau das ja auch machen, das Unverhoffte zulassen, systematisch, und dem Experiment. Also der Experimentsystembegriff hat sich geändert und meint, glaube ich, jetzt vor allen Dingen eine praktisch nachvollziehbare
Teilnahme an Wissensproduktionsprozessen in einen neuen Modi der Kollaboration, sowohl zwischen Disziplinen als auch zwischen ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Und da ist die Frage der Evaluation in meinen Augen nicht die zentrale. Ah ja, danke schön. Also gestern Abend war ja schon viel die Rede von dem Bruno Latour und dem terroristischen Manifest. Und ich war heute auch in der Session Terroristisches Entwerfen und mich beschäftigt noch die Frage, also es geht um das Zusammenbringen von den unterschiedlichen Ansätzen, Natur, Kultur. Aber das ist doch genau Landschaft. Und das machen doch genau Landschaftsarchitekten, die entwerfen. Also alle anderen Ingenieurdisziplinen, sogar die Architekten, sind stärker auf ihrem Feld oder die Kulturingenieure oder die Flurbereiniger oder was weiß ich. Aber wir, wenn jetzt als entwerfender Architekt, wenn ich im Naturschutz bin, ist das wieder anders. Aber ich habe immer die Probleme, dass ich die unterschiedlichsten Sachen zusammenbringen muss. Die Leute wollen den Platz nutzen. Es gibt Bestandsbäume, es gibt Boden, es gibt Wasser, es gibt die Feuerwehr, es gibt DIN-Normen, es gibt Kosten, es gibt Bauherren, es gibt Verwaltung und zum Schluss muss es irgendwie ausschauen, wo ich denn dafür verantwortlich bin. Also vielleicht ist die Landschaftsarchitektur natürlich schon die Profession avant la lettre des Anthropozäns oder des Terrestrischen. Ja? Aber nicht uneingeschränkt. Also ich glaube, dass wir immer noch ganz häufig eine Landschaftsarchitektur machen, die die Bestandsbäume dann zur Kenntnis nimmt, also die nicht aktiv genug all die anderen Erdverbundenen mit einbezieht. Und meistens darauf schaut dann so, wie machen wir jetzt den Platz für den Menschen gut? Und dann wird ein Bild generiert, das dann so ist. Und ich bin ja auch natürlich totaler Sympathisant unserer Profession und würde sagen, dass wir auch da nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit, dass wir da wirklich noch besser werden. Ne? Wir haben die besten Voraussetzungen, aber es muss, glaube ich, noch ein bisschen bewusster werden. Und da zum Beispiel, Sie werden sicherlich auch noch sehr häufig in Ihren, wenn Sie über die Entwürfe sprechen, so zu den unsäglichen Trennungen kommen zwischen den Naturdingen und den Menschen und so weiter. Ne? Also da motiviert uns ja zum Beispiel Natur, dass verbunden zu sehen. Ich wollte da gerne noch was ergänzen, weil ich dir zustimme auf der einen Seite, Matthias, dass wir so die Allrounder sind, die ohnehin alles immer bedenken müssen. Das betrachten wir als Fähigkeit manchmal als Landschaftsarchitekten, aber auch als Bürde. Aber ich glaube, man muss sich selbst davor hüten, in einer Selbstgefälligkeit zu versinken und zu sagen, weil wir so viele Disziplinen vereinen, ohnehin schon beruflich, können wir das alles schon. Und vergessen eigentlich noch mehr Wissen zu akkumulieren und uns noch weiter zu qualifizieren auf neue Herausforderungen und auch neue gesellschaftliche Konstellationen oder auch Verfasstheiten mit anderen, auch nichtmenschlichen Akteuren einzugehen. Und da in dem Betreiben der traditionellen Landschaftsarchitektur, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir uns da weiterentwickeln, unabhängig von dem, was wir ohnehin schon tun. Aber du wolltest noch was sagen. Nee, Regine, das ist natürlich richtig und oft, oder was weiß ich, wurden die Fledermäuse nicht berücksichtigt, weil man kein Wissen drüber hatte und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Also nur als Beispiel, das ist schon richtig. Aber ich meine halt auch, dass Landschaft an sich ein guter Begriff ist, der Natur und Kultur zusammenbringt. Weil das ist im Kern, ist nicht nur Natur, ist nicht nur Kultur, sondern Landschaft ist in Abstufung natürlich von Naturlandschaften, vom Hochgebirge bis hin zum Marienplatz in München, wo dann kein Baum mehr steht, graduell. Aber wenn man das als ein Kontinuum sieht, dann
hebt sich auch dieses Stadtinnen, Land außen und so eigentlich auf, sondern ist eigentlich ein ganz moderner landschaftsterrestrischer Begriff. Und Landschaft hat die aquatischen Systeme auch mit im Begriff drin und nicht nur die terrestrischen. Na gut, das Terrestrische ist für Latour die ganze Erdkruste, ja, also und die nahe Atmosphäre. Ja, warum hat sich der Begriff Landschaft dann nicht durchgesetzt? Ich meine, er ist nah dran am Terrestrischen, sicher. Aber ich glaube, dass die Landschaft jetzt vor allen Dingen dann auch in Deutschland eigentlich noch immer in der Bevölkerung das Grüne und das Gegenüber des Gebauten mit sich trägt. Und das rauszukriegen ist sehr schwer. Also die Definition von Landschaft der Europäischen Landschaftskonvention, die hat das zum Beispiel nicht mehr so drin. Ne, aber der folgen mal gerade die Professionellen. Aber in unserer breiten Gesellschaft hat er noch zu viel andere Konnotationen. Und da ist dieser Begriff des Terrestrischen jetzt erstmal unbelastet. Ich finde diese romantische Sache ja auch nicht falsch, aber es ist einfach sehr stark drin und das leitet dann wieder in eine falsche Richtung. Auch ganz kurz nur drei Punkte. Die Landschaft ist schon noch auch anthropozentrisch, menschzentriert, insofern ist das hier immer die Perspektive und Position des menschlichen Betrachters und Nutzers ja mit transportiert und nicht denkt in gleicher Maße an die verwobenen, was immer, Mikroben oder Ameisen oder Fledermäuse oder was hatten wir heute, Wildschweine. Ne? Und noch zwei andere Punkte, die bei uns im Panel ja auch diskutiert worden sind, dann doch grundsätzlicher. Planbarkeit und Grenzen der Planbarkeit, wenn man die Akteurhaftigkeit von anderen Organismen in Rechnung stellt. Das war eine wichtige Fragestellung. Und die Frage auch, wie die Planer unter Ihnen, die Planerinnen unter Ihnen sicherstellen können, dass der Prozess im Zentrum steht und nicht immer das Produkt. Okay. Die Zeit geht ganz schnell und ich weiß auch, dass sowohl Michi als auch Martin gleich zugereichen müssen. Von daher an der Stelle würde ich mich bei euch nochmal bedanken, euch ganz herzlich verabschieden und ja, ich glaube, wir werden dieses Gespräch noch weiterführen, also mit euch später und jetzt gleich weiter, wenn die hier gehen. Vielen Dank. Und bei der Gelegenheit würde ich dann gleich auch alle Referentinnen von den Panels 2a und 2b nach vorne bitten. Ihr bleibt hier. Wir wollen sozusagen Stimmen sozusagen hier akkumulieren. Ihr habt ein bisschen Platz gemacht, das ist richtig. Genau, da seid ihr alle jetzt zusammen. Und dann machen wir nochmal das Protokoll. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, dann Christian. Felix, nach vorne, genau, hier. Ich dachte, ich bin schon vorne. Das ist nicht ganz vorne. Bitte. Okay, ich hatte die Ehre, dieses Panel zu moderieren. Das hieß Partizipation entwerfen. Ich leitete das ein mit zwei Erzählungen über Haiti und Kolumbien, in denen klar wurde, dass in den Köpfen der Politiker andere Stadtbilder drin sind, als wie an diesen Fällen nötig gewesen wäre. Es ging auch wieder um letztendlich die Partizipation, wer Städte baut, wer da etwas zu sagen hat und was für Bilder dann diese Partizipation wieder zunichte führen, im Grunde genommen. Dann hatte der Felix Remter einen interessanten Vortrag über Partizipation von nichtmenschlichen Akteuren und leitete ihn sehr schön ein mit diesem Gedanken, dass man sich ja, wenn man das Recht auf Stadt verwirklichen will, dass man sich auch äußern können muss. Und wie lernen wir die Äußerungen unserer nichtmenschlichen Akteure
zu erkennen und auch in den Prozess einzuführen. Und er hatte das dann auch gleich beantwortet damit, also zum Beispiel, wenn eine Kastanie im Sommer braun wird oder bei dieser Hitzeperiode braun wird, dann ist es ein politisches Signal, also als These aufgestellt. Und er forderte dann auch ein, dass wir neue Analysemethoden brauchen und die Epistemologie des Wissens, also wie wir Wissen produzieren, umgestellt werden muss, um diese Prozesse einzuleiten. Und das Ganze blieb dann nicht im theoretischen Raum stehen, sondern er hat es dann befüllt mit einem sehr interessanten Kurs, den er, glaube ich, zusammen mit Ignacio gegeben hat an der Uni, in dem Studenten gezwungen wurden, nein, freiwillig, sich in die Perspektive von verschiedenen Tierarten zu begeben, einmal als Ameisen, einmal als Hunde und einmal als Biber. Und sehr stark in Erinnerung blieb natürlich dann ein Biberanzug, den man als Ausrüstung tragen kann und ich glaube, schön im Wasser schwimmen kann und dann sich mal so fühlt wie ein Biber, der einen Staudamm bauen muss. Es kam auch dabei heraus, dass die Staudämme der Studenten lang nicht so gut waren wie die der Biber. Also da ist noch einiges zu lernen. Und dieser Perspektivenwechsel ist ein ganz wichtiger, denn gleichzeitig konnten die dann auch zeigen, dass man zum Beispiel, wenn man den Biber gezielt einsetzt, damit die Isar auch grundsätzlich verändert werden kann. Und um es vorwegzunehmen, Diskussion kam natürlich sofort auf, wer denn jetzt die Deutungshoheit hat. Eine der Fragen, die wir schon am Anfang des Symposiums hatten, der Konferenz. Es gibt diese vielen Stimmen und wer hat dann die Deutungshoheit, welche Stimme was machen darf oder welche mehr gilt als die andere. Und das hat dann auch Felix so beantwortet, dass es ja natürlich ein Verhandlungsprozess ist, wie auch in der Politik. Und dass man da natürlich der Biber nicht überall bauen darf, sondern dass man dem auch dann Stellen zuweisen kann. Dann hatten wir einen interessanten, kontrastierenden Vortrag von der Frau Sandra Lenzholzer, der uns dann auch nochmal sehr anschaulich zeigte, wie man Klima in der Stadt beeinflussen kann. Wir wurden noch mehr auf gewisse meteorologische Grundsätze aufmerksam, die vielleicht manche von uns schon vor 20 Jahren mal, vielleicht wenn sie Glück hatten, lernten mit kurzwelligen Strahlen und langwelligen Strahlen. Das war dann so eine kleine Lektion in Physik, damit man dann auch kapiert, mit was sie arbeitet und hat dann auch fast so ein bisschen, fast wie ein Anleitbuch uns gezeigt, also was für bestimmte Klimazonen erzeugt werden können und dass ein Baum in der Stadt nicht immer an der richtigen Stelle steht. Zum Beispiel in Tallagen, wo sich eigentlich die Kaltluft sammeln könnte, Wälder dieses Kaltluftabfluss behindern würde, weil die natürlich das Klima regulieren. Es war dann sehr spannend, aber sie leitete dann auch über, wie nun diese verschiedenen Gesichtspunkte der Klimamanipulation in der Stadt partizipativ verwendet werden können. Und es ging dann über verschiedenste Themen, Media, Workshops, Klima-App, über Fördermittel, über Pilotprojekte. Also da muss man die ganze Brandbreite bespielen. In der Diskussion war dann natürlich auch dann die Verknüpfung der beiden Vorträge stand dann auch im Vordergrund, also wie man dann auch im Klima Anpassung, die Sicht der Tiere einbaut. Das ist noch so eine große Frage und eine offene Frage. Und es tauchte auch nochmal diese Deutungshoheit auf, die, glaube ich, dann zentral auch über dem Panel stand, wer was zu sagen hat. Okay. Vielen Dank. Das war natürlich eine versteckte Agenda von uns, dass auch wenn ein von den Panels den Titel trug, Mensch, Tier oder Tier-Menschen-Beziehungen entwerfen, im Grunde, wir haben geguckt, dass hier auch so ein paar Überlappungen gibt, genau in der Hinsicht, um was in den anderen Panel, also Tier-Mensch-Beziehungen entwerfen, diskutiert worden ist. Das wird Wiebke Reinhardt uns gleich erzählen. Wäre natürlich trotz Begeisterung ob dieser Dramaturgie herzlich gerne aus gegebenen Gründen in dem anderen Panel dabei gewesen. Würde auch bei Gelegenheit noch gerne noch mehr hören über die
Biberanzüge tragenden Studierenden. Das ist, ja. Mir wurde aber die Freude zuteil, die sicher nicht geringere, das Panel Tier-Mensch-Beziehung entwerfen zu begleiten. Dieses Panel bot einen Input und regen Dialog zwischen Planungswissenschaften und also Landschaftsplanung und Kultur- und Sozialanthropologie. In der gesellschaftswissenschaftlichen und planerischen Wahrnehmung scheinen Tiere bis vor kurzer Zeit eher so Beiwerk gewesen zu sein. Indes waren sie in der menschlichen, zumal der Stadtgeschichte, stets höchst relevante Akteure. Ganz viele Gebäude würden nicht stehen ohne Pferdestärken. Tiere als Akteure ernst zu nehmen, respektive Tier-Mensch-Verhältnisse auch zu fokussieren, heißt stets auch, das wurde im Panel auch wieder klar in der Diskussion, zumal fundamentale Natur-Kultur-Relationen neu zu analysieren und anders zu beleuchten. Thomas Haug hat Einblicke gegeben in die von ihm und dem Biologen Wolfgang Weißer interdisziplinär entwickelten Methode Animal-Aided Design. Bei Animal-Aided Design soll qua Einbezug von Tieren und deren Bedürfnisse, also indem man sie ernst nimmt, tatsächlich als andere Akteure, durch den Einbezug dieser Bedürfnisse in die Entwurfsgestaltung soll das Vorkommen wilder Tiere in der Stadt gefördert werden. Strenge Abgrenzungen zwischen Tierräumen und Menschenräumen sowie Schutzgebiete, Biotope und bestimmte Funktionsgebiete für menschliches Wohnen und Leben geraten dabei in Bewegung. Die bewusste Integration und planerische Unterstützung quasi verläuft dabei aber keinesfalls immer konfliktfrei. Es war die Rede von Spinnen, die dann unliebsamerweise von der efeu begrünten Fassade es doch vorziehen, in Wohnräume zu krabbeln. Zu interspeziellen Konflikten kommt es auch durch die von tierlicher Seite initiierte Koexistenz von Wildschweinen und Menschen in Barcelona, wo Annibal Arregui Rekonfiguration urbaner Tier-Mensch-Verhältnisse ethnografisch erforscht. Bei der Besiedlung Barcelonas durch Wildschweine wird eine breite Skala moderner Mensch-Tier-Verhältnisse offenbar. Wildschweine sind Schädlinge und Schützlinge, sie sind auch ein bisschen gefährlich, aber für die einen auch akzeptierte Nachbarn, für andere Gegenstand der Jagd, bis hin zu Ikonen und Symbolen städtischer und regionaler Identitätspraktiken. Tiere eignen sich städtischen Raum an, werden aber wiederum auch soziokulturell angeeignet. Konflikte zwischen Spezies verweisen oftmals auch auf Konfliktlagen, das haben wir diskutiert, unter menschlichen Akteuren. Wie Gesellschaften Tier-Mensch-Beziehungen entwerfen, hat auch stets einen Bezugspunkt im Entwurf und Bild, dass sich Gesellschaften und auch verschiedene wissengenerierende Disziplinen gerne von sich selbst machen und von Kultur und Natur respektive. Planerinnen, Kultur- und Sozialanthropologinnen und Biologinnen werden wohl oft verschiedene Antworten auf die Frage nach tierlichen Perspektiven, schützenswerten, unerwünschten oder erwünschten Tieren finden. Dies folgt wissenschaftskulturellen Setzungen, die im interdisziplinären Dialog produktiv in Bewegung gebracht werden können und auch konnten. Wichtige Diskussionsfragen, die wohl vor allem von allen Disziplinen eine Antwort vertrügen, fände ich. Also ich wäre da sehr daran interessiert, zu Naturkulturen waren einerseits die Frage nach Tieren auch als Autoren, wenn man sie als Akteure ernst nimmt, auch als Autoren oder Annibal hat angeregt, sie Herausgeber zu nennen von Raum, da sie Landschaft und Stadtlandschaft mitgestalten. Eine Frage, die mich da persönlich immer wieder umtreibt, auch beim terrestrischen Entwerfen, da hätte ich auch eigentlich noch viele, viele Fragen. Welche Akteure partizipieren, also wie man das denkt und welche man partizipieren lassen möchte. Animal-Aided Design wird ausdrücklich nicht versuchen, Wildschweine anzusiedeln oder Bedingungen zu schaffen, da gehe ich von aus, das ist keine Zielart. Die eignen sich den Raum anders an und werden dabei nur von manchen, von der Tante von Annibal zum Beispiel, unterstützt, indem sie gefüttert werden. Aber das führt ja auch wieder zu neuen Konflikten. Also welche sozialen, welche tierlichen Gruppen, welche pflanzlichen Gruppen, aber auch welche sozialen Gruppen da wie in Beziehung gesetzt werden und berücksichtigt werden, das finde ich nach wie vor eine spannende Frage, die halt die zu berücksichtigen Relate in all diesen Relationen aus Perspektiven der flachen Ontologie oder
Gestern hieß es Zero Nature. Andere sprechen auch von Ground Level, über die man sich das erschließen kann. Also die Frage tatsächlich einfach, welche Kulturen und welche Naturen, von denen da die Rede ist. Genau, eine andere wichtige Frage war dann auch noch, welche Akteure vielleicht über den Schutz bestimmter Tiere oder den Wunsch nach bestimmten Tieren auch eine Form von Lobbyismus ausüben, bei denen es eigentlich vielleicht gar nicht mal groß um die Bedürfnisse der Tiere geht oder mindestens noch um etwas anderes. Und auch die Fragen nach Verniedlichungen der Natur und Wünschenswerten oder explizit von Tieren und wünschenswerten Tier-Mensch-Beziehungen und unerwünschten Tieren ist was, was uns, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen mehr beschäftigen sollte. So, soweit erstmal. Wolltet ihr noch was ergänzen? Habe ich was vergessen, was euch ganz wichtig war? Vielen Dank. Die Sonne. Gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Ergänzungen, panelübergreifende Ergänzungen? Ja. Also ich hatte ein bisschen das Problem, wie viele wahrscheinlich, dass man versucht, in zwei Panels gleichzeitig zu sein. Ich war bei Christian Wertmann in dem Panel und fand diese Zuspitzung, ich versuche das nochmal hier in den Raum zu malen, der idealen Planung sozusagen, der Sozialplanung, wie so ein, was Gutes für die Menschen gemacht wird und dann so eine Siedlung gebaut wird, um sie zu retten, versus der Hands-on-Aktion, dass gleichzeitig 40.000 Leute eine Stadt bauen, bezeichnend, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich dabei gleichzeitig bei Thomas Haug gerne im Panel gewesen wäre. Ich kenne ja deinen Vortrag so ein bisschen sozusagen und mir hat sich so ein bisschen der Verdacht aufgedrängt und das ist so ein bisschen so eine provokante Frage, ist Animal-Aided Design nicht sozusagen so eine Art sozialer Wohnungsbau für Tiere, ja, in dem Sinne, dass ihr ja versucht, aus was bei den Menschen dann die Soziologie ist, aus abstrakten Größen abzuleiten, was braucht jetzt dieses Lebewesen, so wie man das ja auch sozusagen in nachkriegssozialem Wohnungsbau gemacht hat, was dann irgendwie auch gegen die Wand gefahren ist so ein Stück weit, weil dann die Leute sich doch nicht drin wohlgefühlt haben, versus diesem Aneignungsprozess, dass die Wildschweine sich durch die Stadt selber aneignen. Also wie würdest du sozusagen eure Grundhaltung bezüglich diesem Bedürfnisbefriedigen der Tiere beschreiben oder ist da vielleicht nicht so eine Art paternalistische Haltung dahinter, dass man so eine Art Bevormundung des Tieres schon fasst? Ich suche es aus und ich gebe ihm, was es braucht, weil ich weiß es. So. Also vielleicht kennst du unseren Stand noch nicht. Wir sind nicht der Meinung, dass wir suchen jetzt die Tiere. Also wir haben ja, wir haben ein paar, das ist uns wichtig, da partizipative Methoden, dass sozusagen die Stakeholder Zielarten aussuchen. Ja, also sozusagen Menschen, selbstverständlich, ja. Das können wir auch nochmal diskutieren. Ich hab mich noch nicht mit Bibern unterhalten und sie gefragt, was sie wollen. Und dann, ich denke mal, also es gibt Arten, die sind einfach gut angepasst oder haben sozusagen so Anpassungsleistungen wie die Wildschweine, die können das selber. Und unsere Idee ist einfach, dass man diese eigendynamischen Prozesse für andere Tierarten initiieren kann. Sozusagen hier anbietet, aber kommen tun sie von selber. Also wir tragen weder Tiere hin, noch bestrafen wir sie, wenn sie nicht kommen. Insofern ist das so mit so einer paternalistischen, ist nicht paternalistisch, es passiert ja auch nichts, wenn sie nicht kommen, außer dass vielleicht dieses Versprechen nicht eingelöst wird, was man gegeben hat. Aber also das soll von alleine passieren. Nur man schafft die Bedingungen, dass das funktionieren kann. Ja? Es gibt eine. Besitze ich das darauf oder ist ein anderer? Auf die Sache mit den Tieren oder geht es nicht speziell? Oder möchte jemand direkt darauf reagieren? Ja,
Ich fand es auch schade, dass ich die andere Session über die Tiere nicht mitbekommen habe. Also wir hatten das ja auch in unserer Session mit diesen Biberanzügen, diese Beispiele von eurem Modell in der Schule mit den Studenten, was ja wirklich faszinierende Experimente sind, wie man nichtmenschliche Natur aktivieren kann, mit ihr umgehen, sie hörbar, sehbar machen kann in neue Weisen. Aber was ich mich so ein bisschen frage, ist, welche Form oder wie weit wir da gehen wollen, um nicht die Gefahr zu, um Gefahr zu laufen, bestimmte mit Menschen verbundene Attribute dann auf diese nichtmenschlichen Akteure bruchlos zu übertragen. So Vorstellungen von Citizenship, von Voice haben, politische Interessen letztlich. Oder überhaupt mit diesen Begriffen auch einen bestimmten festen Akteur überhaupt zu verbinden. Für mich scheint es produktiver, diese Beispiele zu sehen als ganz spezifische Praktiken. Praktiken, die Ereignisse konstituieren oder auch vielleicht als Praktiken routinisiert werden können, wie wir in Verwicklung geraten können zwischen Menschen und Tieren. Und wahrscheinlich brauchen wir eher die Pluralität auch in der Hinsicht, was sind verschiedenste Praktiken, die uns verwickeln mit diesen nichtmenschlichen Akteuren und was sind dann diese Tiere in dieser Praxis. Und in dem Fall von eurem Experiment wäre das eine didaktische Praxis wahrscheinlich auch innerhalb der Universität, wo mit Anzügen irgendwas gemacht wird und die verwickelt die Biber in einer bestimmten Weise in das, was ihr tut. Aber es gibt nicht den konstanten Biber, dessen politisches Interesse damit nun einmal sichtbar gemacht worden ist und die dann in anderen, weiß ich, planerischen oder Designpraktiken verwirklicht werden muss. Wahrscheinlich brauchen wir verschiedene Praktiken, die immer den Biber oder das Wildschwein in ganz unterschiedlicher Weise als plurale Wildschweine auch herstellen. Stellen, die nicht und vermeiden damit nachzueifern, ja, an Menschen geschulte Demokratie- und Partizipationsvorstellungen zu bruchlos auf Natur überzubringen. Partizipation vielleicht im weiteren Sinne, wie man sagt, also in der Praxistheorie zum Beispiel, es gibt nichtmenschliche Objekte, sind Partizipanten einer Praxis, in dem Sinne schon, aber ich glaube nicht als Partizipant, als partizipierender Bürger, wie in einer Bürgerbeteiligung, wo die jetzt einfach nur noch offen gemacht werden muss für die Tiere. Ich reagiere kurz drauf. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass, ich weiß nicht, inwieweit das in dem Vortrag vorkam, aber es ging ja einerseits um diese Frage, wie können sich Tiere, nichtmenschliche Entitäten artikulieren oder wie können wir diese Artikulationsweisen uns darauf in Bezug setzen. Andererseits ging es darum, in diesen Übungen, die nicht umsonst unter dem Titel Design in Crisis standen, es ging darum, so bestimmte Annahmen der entwerferischen Praxis in Frage zu stellen und Studierende, zukünftige Gestalterinnen unserer Lebensräume irgendwie dafür zu sensibilisieren, dass es, also es ging ja, also das Experiment sozusagen war nicht nur ein Experiment in der Art und Weise, wie Tiere partizipieren können, sondern es war auch ein Experiment damit, wie, was für ein Equipment, was für eine Ausrüstung, konzeptuelle und praktische Ausrüstung Architektinnen, Urbandesignerinnen vielleicht benötigen für eine so kosmopolitische Praxis. Aber da gibt es so ganz viele Fragen. Sanda wartet schon seit langem, du wartest auch. Bitte. Ich wollte auch noch was sagen zu den Planbarkeit von Tieransprüchen. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass dieses nicht anthropozentrische, die Wechsel auf eine nicht anthropozentrische Ebene möglich ist.
Es erinnert mich so ein bisschen an das, was wir in den 70er, 80er Jahren hatten, diese Diskussion um Zielarten, wo man dann relativ früh auch schon letztendlich ausgeschieden hat, das ist unsere Zielart, die wollen wir fördern, die andere wollen wir nicht fördern. Sobald man mehr als 2 oder 3 Zielarten hatte, hatte man ein großes Problem der Planbarkeit. Also ich kann das, ich war in einem Ökosystemforschungsprojekt in den 80er, 90er Jahren. Da gab es Leute, die haben Heuschrecken untersucht, es gab Leute, die haben Vögel untersucht, wir hatten jemanden, der hat Spinnen untersucht und wir hatten einen vierten Wissenschaftler, der hat Kolembolen, also Springschwänze, untersucht. Und wir waren dafür zuständig, wie die Wiesen, die Weiden und die Vegetation gemanagt wurden. Und dann wollten wir im Frühling mähen, ging nicht wegen der Heuschrecken. Dann wollten wir im Sommer mähen, ging nicht wegen der Spinnen. Dann wollten wir im Herbst mähen, ging nicht wegen der Vögel. Dann wollten wir im Winter mähen, ging nicht wegen den Überwinterungsorganen von irgendwelchen Spinnen oder Insekten. Also ich denke, wenn man so eine Planung macht, dann hat man schon von vornherein ein gewisses Zielobjekt. Und diese Auswahl des Zielobjekts ist schon mal anthropozentrisch bedingt. Also ich nehme ja einen Biber und ich nehme nicht die Wasserratte zum Beispiel, die ich untersuche. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, komme ich schon in ein Denken, was mir vielleicht die Habitatqualitäten und vielleicht auch die Umgangsweise und vielleicht das Verhalten eines Tieres näher bringt. Aber ich glaube, ich verlasse nie die anthropozentrische Sichtweise. Okay, danke für die Steilvorlage. Ich beobachte jetzt auch aus den anderen Panels, es ging eigentlich immer um ähnliche Fragen, nämlich immer darum, inwieweit können wir als Mensch darüber bestimmen, welche Teile dieser ganzen Dynamik des Terrestrischen oder auch wie auch immer man das nennen mag, wer gibt uns das Recht, darüber zu urteilen, was die Tiere wollen. Das ist natürlich, das ist immer sehr, spricht immer sehr auf die Emotionen, aber auch Pflanzen. Ne? Wir haben ja auch viele Leute, die hier über Pflanzen referiert haben und die ja genau wissen, was für ein wichtiger Teil, die ja auch kommunizieren, auch mit Tieren zum Beispiel. Und dann natürlich auch die abiotische Umgebung, womit ich mich ja und deren Dynamik sehr beschäftige, die ja auch ein Akteur ist. Ich glaube, das ist das unterliegende, wie sagt man das, underlying Dilemma, womit wir uns hier herumschlagen. Also hier die Key Species und so weiter. Das ist ein Dilemma, wo wir wahrscheinlich nicht rauskommen und je mehr Wissen wir generieren, desto mehr werden wir uns auch bewusst, dass wir da irgendwas mitmachen müssen, aber dass wir eben auch Entscheidungen treffen müssen. Und das sagten Sie ja auch aus der Praxis, ne? Es ist schwierig, das immer abzuwägen, aber wahrscheinlich müssen wir uns mit diesem Dilemma so ein bisschen abfinden, dass das immer mehr wird, je mehr Wissen wir generieren. Ja, danke. Ich möchte nur eine Frage hier stellen und mitteilen, die folgt mich seit gestern eigentlich. Und das ist alles das Ganze, wozu. Ja, so, und ich weiß, jeder hat individuelle Ansichten und jeder verwendet diese Konferenz in eigene Weise. Und ich wollte nur ein bisschen einmal explizit machen, wie ich das verwende oder was ich davon hier nutze. Und bei mir ist so eine Frage, es ist entstanden während der Cordula Crop Präsentation zu dieser Idee am Ende, dass es geht nicht so viel um Renaturalisierung, sondern eine Repolitisierung der Natur. Und in diesem Sinne, ich finde, das ist noch zu weit in diese Abstraktionen, sei von Sozialwissenschaften konzeptuelle Abstraktionen oder auch Design, Entwürfe, die sind jetzt angeblich ist nicht mehr so cool, ein Objekt zu vorstellen, es muss ein Prozess vorgestellt und das.
finde ich ja anregend und interessant, aber im Endeffekt, wie ich das gerne nutze, ist um eine Repolitisierung. Ich denke jetzt zum Beispiel, dass diese Idee, jetzt hat Bruno Latour gesagt, okay, es gibt keine Natur, jetzt sagen wir, das ist terrestrisch. Ja, und dann kommt Donna Haraway, sagt, nein, Anthropozän nicht, Kapitalozän auch nicht, dann sagen wir, das heißt jetzt Chutulozän. Und dann nächste Konferenz, ja, das spricht von Chutulozän. Und am Endeffekt, was passiert, dass diese politische Seite von Natur bleibt unberührt irgendwie, weil genau, es wird nicht erfahrbar gemacht, wie schon gestern mehrmals so erwähnt wurde. Also bei mir, es geht dann diese Repolitisierung in Bezug zu Tiere und in Bezug insbesondere zu Wildschweine. Es geht nicht genau um einfach ein nicht anthropozentrisches Design zu entwerfen, sondern irgendwie einen Vorschlag zu machen, die diese Koexistenz von Wildnis und Menschen in einem gleichen Ort erfahrbar macht. Und diese Erfahrbarkeit ist nicht nur eine experientielle Sache oder experimentell, sondern auch eine Art von Politisierung, eine Art von Zeigen und mit den Bürgern mitzuteilen. Natur ist eine politische Sache und ich bin voll nicht der Meinung wie Latour, dass eigentlich Natur gibt es keine mehr. Es gibt eine nur, es ist politisch und es ist darauf, wo man arbeiten noch um viel zu machen, man noch hat. Ja, danke. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich möchte gerne die beiden Sachen nochmal aufgreifen, die ihr beide angesprochen hattet. Und zwar einmal, wenn ich mir das anhöre, die Geschichte, die Sie uns gerade erzählt haben, will ich das zuspitzen und sagen, das klingt für mich ganz nach einem Problem, das eben entsteht innerhalb solcher Planungsprozesse, die doch immer recht linear dann auch funktionieren. Ja, da hat man sozusagen, man hat das Wissen, das hat man erstmal und dann hat man ein Ziel und so ist dieser Prozess und da funktionieren bestimmte Dinge dann nicht und das ist, glaube ich, etwas anderes, wenn wir über das Experiment nachdenken, wie es heute schon öfter vorkam, wo wir vielleicht eine bisschen zirkulärere Vorstellung davon bekommen, weil man im ständigen Kreislauf von diesem Experimentieren und wann mäht man wo und wer ist dann da und was machen dann die und so weiter, das wäre sozusagen etwas, was ich mir erhoffen würde davon, wenn man eben einen anderen Experimentbegriff entwickelt und auch den aneignet in der Landschaftsarchitektur. Aber es gibt für mich da noch einen anderen Aspekt. Und zwar, ich glaube, wenn wir wirklich experimentieren oder auch im Entwurf experimentieren, dann dürfen wir vielleicht die Entscheidungen darüber, wer was kann oder können darf oder so, gar nicht im Vorfeld treffen, selbst wenn es uns erstmal komisch vorkommen mag. Ja, so diese, wenn wir uns vorstellen, dass man da mit Tieren redet oder sowas, dann denkt man als Wissenschaftler da an eine kindliche Naivität. Wenn man aber da mal schaut, wie die Menschen mit ihren Computern reden und mit ihren Tieren, dann wird recht schnell klar, das ist nicht so kindlich, wie man das vielleicht denkt. Und ich glaube, wenn terrestrisches Entwerfen experimentell sein soll, dann muss man das erstmal alles wegschieben. Dann muss man wirklich sagen, wir beginnen hier mal von Null und schauen einfach mal, was passiert da überhaupt. Und das Problem ist, das ist unglaublich schwer. Weil wir wissen einfach so viel und wir sind in so vielen Verfahren schon so klar und haben das gelehrt bekommen in den Universitäten und das muss man erstmal wieder rauskriegen aus den Leuten, ja, um wirklich Experimente machen zu können. Danke, das war perfekt abgestimmt, weil jetzt kommen die Referentinnen von den neuen Panels, die auch, ihr bleibt alle hier, wir bringen noch ein paar Stühle nach vorne und und jetzt geht es auch um das Experiment auch. Von daher, das war die perfekte Einleitung. Jetzt bin ich wie die Wildschweine eingesperrt. genau, Susanne, bitte. Experimente. Okay, genau. Also Brille aufsetzen. Unser Panel hieß tatsächlich Design-Experimente in öffentlichen Räumen.
Und begonnen habe ich mit einem Input-Vortrag, in dem ich ausgehend von zwei künstlerisch-gestalterischen Beispielen versucht habe zu zeigen, also die eben interventionistisch in den Stadtraum eingreifen, in den öffentlichen Raum, aber auch experimentell angelegt sind, dass diese Projekte oder ähnliche Projekte einen ganz anderen Begriff von Stadt haben, also Stadt sozusagen als ein komplexes Gefüge ganz unterschiedlicher ökologischer, gesellschaftlicher, politischer Prozesse, Dynamiken, Relationen eben verstehen und auch entsprechend thematisieren in ihren Projekten. Und daraus abgeleitet habe ich sozusagen die Thesen, dass eben einerseits man Stadt relational oder mit einem relationalen Denken begegnen muss sozusagen, also das einerseits epistemisch relational zu verstehen ist, indem man sagt, man kann dem komplexen Gefüge Stadt eigentlich nur gerecht werden, wenn man verschiedene Wissensbereiche und Methodologien durcheinander hindurchdenkt, auch um sich der eigenen Grenzziehungspraktiken bewusst zu werden, also des eigenen methodischen Standpunkts. Und die zweite These war, dass man eben, wenn man was verändern will, bei den Relationen und Beziehungen ansetzen muss. Also ich würde sagen, noch nicht mal bei den Prozessen, schon gar nicht bei den Objekten, sondern bei den Relationen. Also wie stehen sozusagen die einzelnen Elemente einer Stadt und die Phänomene verschiedener Ebenen in Relation zueinander? Und können wir sozusagen an diesen speziellen kritischen Relationen, in denen vielleicht bestimmte Machtverhältnisse sich niederschlagen und so, nicht irgendwie die Schraube ansetzen? Und wie können wir das tun? Nämlich indem man versucht, das eben in einem Experiment zu erproben. Und da fand ich eigentlich diese Bemerkung sehr schön, ja, dass es um eine Repolitisierung eben geht. Also und auch darum, das einfach auszuprobieren. Ja, also wie können das zu experimentieren? Wie können wir sozusagen zusammenleben? Wie ist ein anderes, ein alternatives Zusammenleben, eine Kohabitation und eine Koevolution möglich? Eine, die sozusagen nicht so viel Schäden und Desaster irgendwie hinter sich lässt, als wir es bisher hatten. Das ist ja unser Ziel. Ja, wie sozusagen kann das friedlicher? Kann das sozusagen in mit einer Steigerung von Biodiversität und so weiter, aber auch sozialer Gerechtigkeit, ökonomischer Gerechtigkeit und so weiter. Wie kann das funktionieren? Gut, wir hatten dann als ersten Vortragenden Markus Bader, der uns die Floating University vorgestellt hat, die sozusagen man vorstellen kann als eine Reflexions- und Experimentierplattform, um vielleicht auch neues Wissen über Stadt zu generieren und Stadt als komplexes Gefüge zu verstehen, das eben von bestimmten Stoffkreislaufen bestimmt ist, mit bestimmten Energiebilanzen sich rumschlägt oder sozusagen aufweist. Und er hat sozusagen diese Floating University vorgestellt als so eine Art Labor, aber auch Diskussionsplattform, all diese Dinge sozusagen zu verhandeln und ein komplexes Wissen eben über die Stadt eben auch zu generieren und zu diskutieren und die Leute sozusagen da zusammenzubringen, um sich zu begegnen und darüber zu kommunizieren. Der zweite Vortrag stammte von Felix Lüdecke, der einerseits ein Projekt vom Hansaplatz vorgestellt hat in Berlin und das andere Projekt, was er vorgestellt hat, war der Zernetti-Platz in München. Und bei beiden Projekten ging es eigentlich darum, den öffentlichen Raum so ein bisschen wieder den Anwohnern zurückzugeben. Also die Anwohner sozusagen, also das sind beides Plätze gewesen, die eigentlich verloren gegangen sind für die Öffentlichkeit, die eigentlich gar nicht mehr genutzt werden wurden, die brach lagen. Und er hat versucht, eben durch bestimmte Aktionen die Anwohner herauszulocken, den Platz wieder zu nutzen, sich da zu treffen, also auch zu kommunizieren, teilzunehmen, darauf zu agieren und sich sozusagen diesen Platz wieder anzueignen. Bei beiden Projekten oder bei der anschließenden Diskussion
kam dann aber auch einerseits irgendwie dann die Frage, okay, was ist eben jetzt das Experimentelle sozusagen an beiden Projekten? Wo findet hier sozusagen ein Experiment statt? Und inwiefern muss man sozusagen oder kann man diese beiden Projekte noch einen Schritt weiter denken, indem man sozusagen bei der Floating University zum Beispiel sagt, inwiefern findet das Wissen, das hier generiert wird oder auf experimentelle Art und Weise eben auch einen Niederschlag in konkreten Projekten, die in den Stadtraum reingetragen werden? Und wie und wird das sozusagen, das war auch eine kritische Anmerkung, wie unterscheidet sich das zum Beispiel von einer Art von Zwischennutzung? Also wie, was ist der Unterschied zwischen Zwischennutzung und sozusagen einem Experiment? Und auf der anderen Seite sozusagen bei dem Zenetti-Platz und Hansa-Platz ging es auch um die Frage, inwiefern geht, kann es jetzt über die Aktivierung sozusagen der Anwohner noch hinausgehen? Also was wird sozusagen da für ein Wissen über Stadt sozusagen generiert oder über die Naturkulturen? Findet da sozusagen eine gewisse Erfahrbarmachung dieser Naturkulturen statt? Und da war ein Beispiel, das, was der Felix, wo ist er? Ah ja, genau, gebracht hat, gesagt hat, okay, es gibt zum Beispiel Leute, die machen auf dem Platz Yoga und dann beim Yoga machen, halten sich sozusagen im öffentlichen Platz auf und dann fällt ihnen sozusagen vielleicht erst der Baum ins Auge, der daneben steht und der Ast, der abgestorben ist und dann, wie gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn, dadurch werden sozusagen die, rückt die Stadt vielleicht als Naturkulturen wieder näher sozusagen an den Bewohner heran und wird in ihrem Prozesshaftigkeit, in ihrer Dynamik erst wahrgenommen. Ja, also ich weiß nicht, hoffe, ich habe das richtig versucht irgendwie zu, oder richtig wiedergegeben. Gut, aber habe ich was vergessen? Markus, willst du noch was ergänzen? Also, ich fand den Begriff Experiment spannend als Blick auf die, auf das, was ich da so mitgebracht hatte. Und würde schon sagen, also sozusagen ganz weit rausgezoomt ist vielleicht sowohl die Floating University als auch die Urban School Ruhr, was ich gezeigt hatte, kann man als oder wir verstehen das als Experimente, kann man eine Schule für Stadt machen, einrichten, die eben nicht eine Universität im klassischen Sinn ist mit den ganzen Zugangsproblematiken, sondern die tatsächlich versucht, da stattzufinden, wo Stadt ist und neue Verknüpfungen zur Zivilgesellschaft aufzumachen. Danke. Und vielleicht, wie ihr seht, wir haben diese Panels immer gematcht nach bestimmten Kriterien. Und ich nehme an, bei der Frage, was in die Zukunft grüner Infrastrukturen, das Experimentelle vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, vielleicht auch nicht, aber das hören wir gleich von Norbert Kühn. Ja, wir haben uns mit der Zukunft oder den Zukünften grüner Infrastrukturen beschäftigt. Der Begriff grüne Infrastruktur bedeutet ja so eine Art Politisierung von Natur, zumindest der Versuch, die Natur, die Ecosystem Services in den politischen Diskurs einzubringen, auch auf den Wert hinzuweisen und eine Vergleichbarkeit herzustellen zu anderen Infrastrukturen, also zur grauen Infrastruktur und auf diese Art und Weise natürlich auch die Bedeutung hervorzustellen. Dieser Begriff ist etwas uncharmant, wie wahrscheinlich die meisten so denken. Er lässt auch ein bisschen außen vor, dass sich ja auch inzwischen sehr viel neue Formen der Freiraumnutzung etabliert haben, die aus Selbstverwaltung heraus, die aus freiwilligen Einsätzen, die aus Urban Gardening heraus sich entwickelt haben und die so ein Stück weit natürlich über die üblichen Ecosystem Services Leistungen hinausgeht, zumindest die, die man üblicherweise mit in Betracht zieht. Ich habe mich dann im Weiteren mit den Vegetationsökologien im Anthropozän beschäftigt. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass sich ja vor allem mit der Klimaveränderung, sehr viel auch ändern wird in der Vegetation, dass die Vegetation letztendlich nicht nur da ist, um dem Menschen zu dienen, wie es ja in vielen Klimaentwicklungsplänen so auch drinsteht, sondern dass sie letztendlich auch von der
Klimaentwicklung beeinträchtigt, beeinflusst, verändert wird, dass es sich zu sehr großen Dynamiken entwickeln wird, dass wir letztendlich noch nicht wissen, wie die Vegetation in den Städten in Zukunft aussieht, auf was wir uns letztendlich verlassen können. Da kommt die Globalisierung auch mit dazu, die dazu führen wird, dass einige Arten auch ausfallen. Und es gibt dieses schöne Konzept der Novel Ecosystems, wo man davon ausgeht, dass eben durch diese ganzen Entwicklungen im Anthropozän sich letztendlich Pflanzengemeinschaften oder auch Lebensgemeinschaften ausbilden, die es vorher nicht gab, die neue, andere Dynamiken haben, wie die, die wir kennen, und die auch neue Wechselbeziehungen aufbauen. Und es wird sicher spannend, dieses Experiment zu verfolgen und damit letztendlich auch in der Landschaftsarchitektur im Entwurf umzugehen. Gut, darauf folgten zwei Hauptvorträge, die wir hatten. Einmal von Rike Hansen, die sich mit der Multifunktionalität von Grünräumen beschäftigt hat. Sie hat berichtet aus dem Green Search Projekt, in dem sie gearbeitet hat, was sich mit unterschiedlichen Städten in Europa beschäftigt hat. Ich glaube, das, was Sie gezeigt haben, war Liverpool, wenn ich mich recht erinnere. Und man hat sehr schön gesehen, dort wurden also die Grünräume kartiert und man hat unterschiedliche Funktionalitäten dieser Grünräume feststellen können, auch unterschiedlich viel Funktionalitäten in diesen Grünräumen. Sie hat das dann in eine gewisse Ordnung gebracht und hat gewisse Funktionalitäten gesehen, die natürlich sehr wichtig sind, auch im Sinne des Klimaschutzes, die immer sehr weit hervorgehoben werden und letztendlich auch ökonomisch von Bedeutung sind. Andere dagegen, wie die ganzen kulturellen Funktionen, werden sehr oft auch unterbelichtet oder werden weniger stark in den Vordergrund gerückt. Wie weit Flächen wirklich multifunktional nutzbar sind, ist eine Frage, die eben auch sehr stark von der Fläche dann abhängt. Es gibt also Flächen, die wirklich nur eine Nutzung vertragen, wo man wirklich auch starke Abgrenzung machen muss. Anderswärts gibt es Flächen, wo eine gewisse Nutzungen kompatibel sind, und dann gibt es auch eine echte Multifunktionalität, wie sie uns gezeigt hat, zum Beispiel eine Fläche in Hannover, wo wirklich auch eine Erholungsfunktion möglich ist, wo eine Biodiversität da ist und wo gleichzeitig noch Schafe eine gewisse Produktionsfunktion einnehmen können. Dann hat sie zum Schluss noch von einem neuen Projekt erzählt, in dem sie gerade arbeitet, was gerade in der Anfangsphase ist, wo es eben um urbane Produktion geht, also Produktion in Städten, großflächig, wie ich das verstanden habe, ein EU-Projekt, wo es um Städte wie Zagreb, Torino und was war das? Dortmund. Dortmund ging, wo man eben schaut, wie man hier großflächig unterschiedliche Arten von Produktion, es ging nicht nur jetzt um Gartenbau, es ging auch um Forstproduktion zum Beispiel, unterbringt. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und ob sich vielleicht auch noch ein Partner außerhalb Europas findet, in China, die sicher ganz andere Flächenansprüche haben, wie das, was wir hier kennen. Als abschließenden Vortrag hatten wir den von Mascha Guganik. Es ging um Vertical Farming, ein wirklich sehr spannendes Thema, was wir in der Diskussion dann auch gemerkt haben, dass es doch sehr die Gemüter erregt hat, ob das eine Zukunft der Produktion sein kann. Vertical Farming ist gar nicht so einfach zu definieren, haben wir gehört. Also es ist eine Produktion, die im Haus stattfindet, in der Regel streng isoliert auch, weil es sich sehr hohe Hygieneansprüche hat, und unter Kunstlicht mit künstlicher Ernährung. Also die Pflanzen wachsen nicht mehr in irgendeinen Erdsubstrate, auch nicht mehr in Glaswolle, glaube ich, wie in den Niederlanden, sondern die wachsen wirklich nur noch im Wasser mit entsprechenden Nährsubstraten. Das sieht sehr futuristisch aus, vor allem auch, wenn man noch sieht, dass die alle unter so ein, was war das, rot-violettes Licht getaucht werden.
was interessanterweise auch für Menschen offensichtlich nicht unbedingt zuträglich ist. Dieses Licht, wenn man sich längere Zeit aufhält, sieht man nämlich alles grün. Das wäre für manche unserer Politiker vielleicht eine ganz schöne Idee, damit sie auch mal diese Seite sehen könnten. Aber für die meisten Menschen unzuträglich. Insofern ist das eine spannende Frage, ob das eine Produktion der Zukunft sein kann. Von den Firmen wird sie so propagiert, weil sie als sehr saubere Art der Produktion propagiert wird. Aber als wir dann zum Thema kamen, Vertical Farming und Außenräume oder und Landschaftsarchitektur, stellte sich doch fest, dass man zwar diese schönen Renderings kennt, die wir alle bewundern von diesen großen Häusern, die aus Glas sind und in denen innen produziert wird, dass man aber letztendlich das System Mensch und das System Vertical Farming eigentlich am besten völlig voneinander trennt, sodass man wirklich einen, dort auch eine Multifunktionalität dann letztendlich macht. Ob sich das durchsetzen wird, ist sehr spannend, und wir haben zum Schluss noch diskutiert, dass es sicher unterschiedliche Situationen gibt, vielleicht in sehr stark verdichteten Städten wie Hongkong, Singapur oder Shanghai, wo man ewig lang zur Produktionsflächen hinausfahren muss, kann das vielleicht sogar eine Art von nachhaltiger Produktion sein. Ich sage es mal sehr vorsichtig, aber möglicherweise. Aber ob sich das flächendeckend durchsetzt, wird man sehen. Es gibt ja auch genau die andere Richtung, wenn man daran denkt, Sie haben das in Österreich vorgestellt, und da muss ich immer an Schiltern und Prospecies Rara denken, die genau was anders machen, dass sie sich nämlich um alte Sorten und alte Sortendiversität kümmern und um alte Anbaumethoden. Das ist also genau das andere Ende von der Entwicklung, würde ich mal sagen. Gut, das war mein Bericht. Vielen, vielen Dank. Genau. Ich finde auch sehr schön, wie sich den Kreis nochmal schließt und wir durch diesen Bezug auf grüne Infrastrukturen vielleicht schon wieder auf das Thema Ökosystemdienstleistungen kommen und Fragen von Effizienz und inwieweit diese Effizienzlogik, diese Effizienzideologie im Grunde eine Zukunft darstellen kann oder eben gar keine. Aber abgesehen davon, ich würde jetzt einfach ein bisschen den Raum öffnen für eine letzte Diskussionsrunde, hoffentlich auch mit Stimmen aus dem Publikum, aber natürlich auch von den anderen Teilnehmerinnen, Referentinnen. Ja, nicht direkt auf die letzten Panels, aber im übertragenen Sinne auf das Thema des Entwerfens und des Gestaltens rekurrierend, möchte ich mich erstmal bedanken bei all den Inputs, die wir heute bekommen haben. Ich möchte kein Schlussstatement machen, keine Angst, aber ich nehme verschiedene Impulse mit, die helfen, über Gestalten und Entwerfen neu nachzudenken. Ich finde das Thema der Repolitisierung von Natur übertragbar auf viele andere Themen. Ich denke an das, was Christian Wertmann in Bereichen macht, wo er plant für Akteure, die eigentlich keine Lobby haben, für Akteure oder nachdenkt mit seinen Studierenden oder in Forschungsprojekten über genau die Gruppen von Gesellschaft, die eigentlich keine Planungssprecher haben. Und das trifft eigentlich genauso gut zu für Akteure, nichtmenschliche Akteure, denen irgendwo eine Stimme gegeben wird. Und für mich kommt aus manchen Themen eine Provokation, was heißt dann eigentlich noch entwerfen und gestalten? Auch deine Aussage nochmal, werfen wir doch das, was wir bisher gemacht haben im Entwerfen, über Bord und experimentieren nur noch. Und ich bin der Auffassung, dass man besonders gut experimentieren kann, wenn man sein Handwerk besonders gut gelernt hat. Das heißt, wenn man eigentlich den Kanon, wie er bisher gelehrt wurde, so gut kennt, dass man sich dann erlauben kann, Dinge in Frage zu stellen. Weil dann wird es eigentlich interessant. Es ist wie jemand, der irgendwie sehr gut ein Instrument spielt, der kann im Jazz erst jammen und improvisieren, wenn er
Musik machen kann, wenn da was rauskommt, was irgendwo nicht nur Spielerei ist. Und insofern plädiere ich eigentlich dafür, sich mit der eigenen Disziplin, so wie es in der Anthropologie macht, so wie es in der, wie wir es in der Ökologie kennen, was auch Norbert sagte, dieses Wissen, und da sind wir wieder bei der Wissensgenerierung, dieses Wissen so zu akkumulieren, dass ich dann erst eine Auswahl treffen kann und dann erst im Experiment in Frage stellen kann. Ich halte nichts davon, einfach nur herumzuspielen, und das halte ich fast für verwerflich, weil ich glaube, wir haben mit dem, was wir tun, eine sehr große Verantwortung, die wir da gerade vergegenwärtigen, und in dieser Verantwortung können wir, glaube ich, nicht nur das Experiment des Experiments willen machen, und das wäre mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass wir hier als Gestalter ganz bewusst unseren Kanon kennen und den gerne in Frage stellen, aber ihn erstmal beherrschen. Ja, vielleicht ein bisschen zu dem, ich weiß nicht, ob das mit Repolitisierung gemeint ist, aber eigentlich denke ich, dass man halt jedes Experiment, was vielleicht wissensgetrieben ist, aber eben trotzdem dann eigentlich gesellschaftlich eben verhandeln müsste, ja, weil sonst führt es eben dazu, dass wir eine sehr gute Idee haben, aber wenn die Leute eben keine Spinnen mögen oder was auch immer, halt ihren Hund eben freilaufen lassen möchten und wir das nicht verhandeln können, dann funktioniert es vielleicht halt nicht, ja. Dankeschön. Ich wollte noch eine andere Provokation hineinbringen, und das schließt ein bisschen an dem an, was du gesagt hast. Ich habe anfangs lange überlegt, okay, Naturkultur, was ist Vertical Farming und wo passt irgendwie so die Technologie hinein, und habe irgendwie so ein naives Spiel gespielt. Okay, ist jetzt also so wie ein bisschen wie dieser Goldfisch und am Menschenaffe und der Mensch. Wo gehört jetzt quasi der Mensch und die Technologie und also die Pflanze hinein? Und ich war heute in der Früh, wie du deinen Vortrag gegeben hast, dann doch überrascht, wo Technik und Natur war irgendwie so auf der einen Seite und der sozialen Kultur auf der anderen, wo ich viel mehr irgendwie Kultur und Technologie auf der einen Seite gesehen hätte und Natur auf der anderen. Und ich glaube, dass Technologie doch auch noch mal ganz was Wichtiges ist, über das mir ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und vor allem, Felix, in deinem Vortrag habe ich das auch sehr spannend gefunden, weil das nochmal gezeigt hat, dass diese Multi-Species-Relations, vor allem auch in diesem Naturkulturen-Kontext, sehr stark von den Technologien abhängt. Also nicht nur diese epistemische Frage, das hat auch der Tom Burstaff in unserem Fall, also in der Anthropologie, auch nochmal aufgeworfen. Wir als Anthropologen sollten nicht nur so als diese Epistemologen denken, sondern auch als die Technologen. Also was kreieren wir eigentlich? Weil durch diesen Anzug, den ihr dann auch entworfen habt, das war natürlich nicht nur eine epistemische Frage, sondern eine sehr technische Frage, wie das irgendwie erstmal überhaupt möglich ist. Ja. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz spannend, sich darüber nochmal ein bisschen Gedanken zu machen. Ich würde gerne nochmal eine andere Frage aufwerfen, jetzt so im Rückblick auf die Konferenzen, was wir heute alles gesehen haben und gestern Abend. Und was mir aufgefallen ist, dass natürlich sehr viele der Beispiele, die gezeigt wurden, in bestehenden Städten waren. Es hauptsächlich geht um Stadtumbau, auch bei den Zwischennutzungen, da ist ja schon was da, es wird was zwischengenutzt, irgendwo gibt es schon Gebäude und so weiter. Aber gleichzeitig haben wir jetzt gerade die größte Urbanisierungswelle, die es gibt jemals in der Menschheit. Und ich weiß nicht, ich hoffe mal vielleicht ein paar Aussagen dazu, wie diese neuen Städten mit unseren anderen Denkweisen entstehen können, also dass wir auch über Stadtneubau nachdenken und wo diese Experimente dann auch auf Flächen stattfinden, wo jetzt noch nicht so viele Häuser stehen. Also das ist so eine kleine Anregung. Und das Zweite, was mir so noch im Kopf rumfliegt, ist, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Statistik richtig ist, aber ich glaube, Städte machen nur einen kleinen Prozentsatz der terrestrischen Oberfläche aus. Also 2-3% oder sowas. Und das sollte man, glaube ich, nicht vergessen, denn viele dieser Artendiskussionen kamen ja auf, weil wir eine Bewirtschaftung des Landes haben, die sehr viel vernichtet. Und ich glaube, das muss man auch zusammendenken. Also das, was auch die Regine Keller am Anfang gesagt haben, dass in ihrem Platzprojekt die Plätze können nicht alles das leisten. Wir haben 450 Parameter, wir müssen aussuchen. Und ich glaube, das muss man auch zusammen mit dem Land denken, um besser zu dieser Auswahl zu kommen.
Ja, ich habe auch noch mal eine Bemerkung jetzt zu dem Experimentbegriff, der ja in all den Vorträgen irgendwie nach oben kam. Und wir haben viel darüber gesprochen, wann man ein Experiment beginnen kann und wozu es dienen soll. Ich glaube, eine andere Frage, die da auch sehr wichtig ist, ist eigentlich, wann ein Experiment endet und wie es eigentlich endet. Und da kann man ja verschiedene Möglichkeiten durchdiskutieren. Zum einen gibt es das des Abbruchs von außen. Ich glaube, das passiert relativ viel. Also so ein Experiment, das in der Stadtökologie gelaufen ist, das ja sehr dicht ist an dem, was wir jetzt diskutieren über den Klimawandel. Das war die Begrünung der Städte nach der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg, wo Pfeiffer, ein Pflanzensoziologe aus Bremen damals, wie in den 50er Jahren gesagt hat, das ist ein Experiment, ein Naturexperiment, wie man das noch nie erlebt hat. Die Neubesiedlung der Städte nach der Zerstörung durch spontane Pflanzenvegetation, wie nach einem Vulkanausbruch. Und dieses Experiment haben dann Ökologen jahrelang versucht zu dokumentieren, aber es wurde dann oft unterbrochen durch, ja, in Berlin war es zum Beispiel ein Hotelprojekt, das ist eine der wichtigen Experimentalflächen dieser Beobachtung, wo man sehen wollte, was entstehen da für neue Vegetationen, die anders sind, eigentlich novel natures oder novel ecosystems, die anders sind als das, was die ursprüngliche Vegetation im Umland war. Also das wäre das Abbrechen. Das andere, Herr Ferdinand Ludwig hat das eigentlich beschrieben, das Scheitern eines Experiments, dass man irgendwann merkt, die Intentionen, die man irgendwie im Hinterkopf hatte, warum man ein Experiment macht, das funktioniert nicht. Man muss plötzlich reparieren und das Experiment ist eigentlich kein Experiment mehr. Man muss es irgendwie wieder aus der Welt schaffen. Und die dritte Figur wäre eigentlich das Gelingen. Und das ist die entscheidende Frage eigentlich. Wann gelingt ein Experiment? Und ich glaube, wir sind uns einig, dass man nicht vorab definierte Kriterien haben kann, weil das Experiment, so wie wir es jetzt definiert haben, ja gerade offen sein soll, Überraschungen herstellen soll. Aber wann sind Überraschungen gute Überraschungen, Überraschungen, mit denen man weiterarbeiten kann, die man dann auch stabilisieren will? Und welche sozialen Mechanismen oder vielleicht auch nicht nur sozial-natürlichen Mechanismen braucht man dann für diese Stabilisierung? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir noch nicht richtig aufgeworfen haben, die mir aber auch hochrelevant erscheint und die auch sehr viel die politische Dimensionen aufgreift. Direkt drauf oder in Bezug drauf, und der Punkt ist dann, also wenn wir feststellen, dass ein Experiment gelungen ist, also wie gehen wir mit den Politiken der Skalierbarkeit? Also ich glaube, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die wiederum experimentelle Verfahren benötigt. Also wie können wir überhaupt Lehren aus diesen Experimenten ziehen? Was sind das für Lehren und inwieweit können die skalierbar, übertragbar auf anderen Fällen? Und also ich finde das sehr schön, das Thema darüber nachzudenken, wann endet ein Experiment. Aber ich glaube, wir müssen auch sozusagen, vielleicht sind wir nicht so weit mit unseren Plätzen. Wir müssen bei Phase 1 erstmal Experimente im richtigen Sinne des Wortes durchführen. Aber der Punkt ist dann, wie gehen wir mit diesen Experimenten um, wenn die gelungen sind und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Ich möchte genau da anknüpfen. Das eine ist der Umgang mit den Ergebnissen. Und das andere ist die Frage, die man sich stellt in dem akademischen Diskurs, den wir hier führen. Wie trägt man diesen Diskurs nach draußen? Thomas, du hast mich während der Pause gefragt, wie kommuniziert man das eigentlich in der Breite, was ihr da macht? Und wie werdet ihr verständlich? Weil wir müssen uns natürlich schon, glaube ich, darüber bewusst sein, dass wir mit einer sprachlichen Kodierung hier unterwegs sind, die nicht unbedingt dazu geeignet ist, dem nächsten Rezipienten, der vielleicht in seiner Gemeinde irgendetwas umsetzen will, uns sofort zu folgen. Also für uns hat sich auch schon in unserem Workshop Circling the Square letztes Jahr die Frage gestellt, wie kommunizieren wir das? Wir haben gesehen, das Experiment ein Kommunikationsmittel sein kann, entweder durch Zwischennutzungen oder dergleichen, indem man tatsächlich in Aktion tritt, wenn ich an unsere Studio 1:1 Dinge trete oder erinnere. Aber dennoch fehlt uns schon bei der Brisanz des Themas, das auf eine terrestrische Dimension zu erkennen, schon auch dann nochmal das Sprachrohr in die Öffentlichkeit
um tatsächlich in Bevölkerung oder in anderen Kreisen, die eigentlich unsere Ideen unterstützen müssen, die Projekte mit möglich machen müssen, die uns finanzieren, wie werden wir verständlich? Und das haben wir, glaube ich, heute nicht lösen können, denke ich mal, weil wir tatsächlich einen Fachdiskurs hier intern gepflegt haben, aber für uns ist schon die Aufgabe, das zu transformieren in verdaubare Portionen und verständliche Worte, die dann in Praktiken gehen, die tatsächlich Akzeptanz finden. Darf ich da noch kurz was zu sagen? Und zwar, ich sehe diese Problematik auch, da sind wir ja ständig mit konfrontiert. Es ist ja schon oft schwierig gewesen, überhaupt miteinander die Dinge zu kommunizieren. Aber ich glaube gleichzeitig, dass die Chancen gerade größer sind als je zuvor. Und zwar genau wegen diesem Krisenmoment, in dem wir uns alle befinden. Weil ich glaube, dass allen irgendwie doch klar wird, und zwar durch alle, gut, es gibt ein paar Ausnahmen, die ich jetzt nicht namentlich benennen will, aber klar wird, wir stecken hier irgendwie auch fest auf dieser Erde und irgendwie laufen Dinge schief und vielleicht hat es schon was mit dem zu tun, wie wir bisher die Dinge gedacht haben. Und ich glaube, es ist eine größere Offenheit gerade da, als man es vielleicht meint. Und das macht mich zumindest dann irgendwie auch hoffnungsvoll, dass da was, dass da jetzt ein großes Potenzial da ist. Vielleicht darf ich gleich noch mal kurz was dazu sagen, weil ich finde eben, dass das, ich habe es vorhin zu Regine in der Pause gesagt, ich habe 2004 mein Studium beendet und danach durfte ich 5 Jahre als Redakteur bei Garten und Landschaft sehr viele Fachbeiträge sehr intensiv lesen. Und mir kamen jetzt bei dieser Konferenz keine wahnsinnig neuen Themen unter, was ich sehr positiv finde, weil das heißt, dass an diesen Themen schon lange gearbeitet wird und man eigentlich ja auch schon relativ weit ist, aber genau in der Profession. Und jeder von uns weiß, dass schon die Aussage, ich bin Landschaftsarchitekt, oft mit großen Fragezeichen in den Augen quittiert wird. Geschweige denn das, was jetzt in den letzten 10, 15 Jahren schon alles erarbeitet wurde, also das, was heute vorgestellt wurde, das sind ja alles keine Konzepte, die jetzt im letzten halben Jahr entstanden sind, sondern das läuft ja alles schon sehr lange. Und was mich ein bisschen nachdenklich und traurig macht, ist, dass das in der Fachdiskussion eine große Rolle spielt. Aber die Menschen, die jetzt im Hambacher Forst sind oder irgendwie für den Tunnel unter dem Englischen Garten stimmen, die haben wahrscheinlich keine Ahnung davon, was hier besprochen wird, was das für Möglichkeiten eröffnet. Und der Hambacher Forst ist in dem Sinne ein großes Symbol, aber in Wirklichkeit eine kleine Bonsai-Schale auf der Landkarte, die keine so großen Auswirkungen haben wird, wie alles das, was heute hier besprochen wurde. Und also nachdem ich immer noch als Redakteur arbeite, ist es mir halt auch ein großes Anliegen, wie bringt man das, was in der Profession besprochen wird, was ja eigentlich auch schon viel Konsens und Landschaftsarchitektur ist eine Profession, die sowieso, so wie ich es kennengelernt habe, viel offener ist, mit anderen Disziplinen auch zusammenzuarbeiten und das eigentlich auch aktiv betreibt, weil es einfach so viele Themen gibt, wo man nicht Experte drin sein kann. Aber dass das nach wie vor, seit ich studiere bis heute, eigentlich in der Öffentlichkeit so nicht stattfindet. Wir haben auch darüber gesprochen, es wurden Tageszeitungen natürlich oder größere überregionale Vertreter eingeladen. Da kommt keiner und sowas steht natürlich auch nicht in der Zeitung, die jetzt alle lesen. Das steht dann wieder in Garten und Landschaft. Aber die Leute, die Garten und Landschaft lesen, die meisten von denen sind hier. Also und das finde ich eben schade. Und meine Frage an die Regine war auch, wer fühlt sich denn da verantwortlich, das auch mal über die Profession hinauszutragen oder welche Möglichkeiten gäbe es denn, A, die Sprache zu finden, um Menschen zu erreichen? Also es geht mir jetzt auch gar nicht darum, das vom Lehrstuhl aus zu machen oder Gemeindevertreter zu erreichen, sondern im Gegenteil, genau die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, die mit vielem unzufrieden sind und der Felix meinte eben, also die Ich denke auch, die Zeit ist reif wie nie und Landschaftsarchitekten sind sicher mit in der Position, irgendwie genau in diese Lücke reinzustoßen, weil sie eigentlich die sind, die sich genau diesen Themen, die heute viele Menschen beschäftigen, annehmen, abdecken können und zumindest mit anderen Disziplinen zusammen abdecken können. Aber ich glaube, ein großes Bewusstsein fehlt dafür,
welche Möglichkeiten und welches Wissen da eigentlich schon da ist und wie man das, also das ist jetzt nochmal vielleicht eine Frage an alle in der Runde, wer fühlt sich verantwortlich und welche Möglichkeiten seht ihr, sehen Sie, das an den Menschen, der auf der Straße ist, der einen Park sieht, der einen Baum sieht, der jetzt kein Fachwissen hat, der kein Influencer ist, der einfach da ist und denkt sich, ich will eine schöne Stadt und ich tue auch gerne was dafür, aber wie und wann und was? Wie bringe ich den Menschen das, was hier besprochen wird, rüber? Ich möchte eine ganz kurze Antwort darauf geben. Die Ausstellung, die wir letztes Jahr gemacht haben, war für uns ein erster Aha-Moment, ganz andere Bevölkerungsgruppen zu erreichen mit dem, was wir tun. Und wir haben gemerkt, dass Akademia da einfach raus muss und die Möglichkeit gehabt zu haben, ins Architekturmuseum zu kommen, war für uns großartig. Und ich denke, eine andere Ebene ist das, was wir im Projekt viel diskutiert haben, ist natürlich das Internet, da einfach präsent zu sein und letzten Endes mit einer Webpage über das, was man tut oder mit einer Möglichkeit, auch Menschen zu Projekten einzuladen, Teilhabe zu haben, wäre so ein Weg, den man weiter betreiben kann. Aber es gibt bestimmt noch jede Menge andere Möglichkeiten. Ich möchte auch kurz darauf reagieren und zwar mit zwei Punkten. Also erstens, ich bin nicht so gewandt in die Diskussionen, die in dem Journal, Zeitschrift Landschaft und Garten. Aber ich kann mich natürlich vorstellen, dass die Problemstellungen sind ähnlich. Ich wusste nicht, dass sozusagen schon so lange in der Landschaftsarchitektur eine Verzahnung stattgefunden hat mit anthropologischen, begrifflichen Repertoires oder mit Sachen aus den Animal Studies oder und so weiter und so fort. Also ich glaube natürlich, die Problemstellungen bleiben da, weil es sind die Themen, die uns beschäftigen. Ich hoffe, dass ein möglicher Beitrag von dieser Konferenz auch darin liegt, dass wir versuchen hier, also wie wir darüber denken und welche Begrifflichkeiten wir sozusagen benutzen, um diese bleibende Problemstellungen zu denken und zu problematisieren, ein bisschen mehr Spielraum zu schaffen, indem wir eben diese interdisziplinäre Vermischungen, du hast von Vermischungen heute geredet, ermöglichen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich auch nennen muss, ist, dass ja, es geht natürlich um, wie wir diese Ansätze an verschiedene Bevölkerungsgruppen nahebringen. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass dazu gehören nicht nur die Nachbarn oder die Leute, die da draußen sind, Anwohner und so weiter. Dazu gehören auch unseren Politikern. Dazu gehören auch und vor allem die Leute in der Verwaltung, in den Planungsreferaten, in den Ministerien. Und ich glaube, dass vielleicht im Rahmen von diesem Projekt, wir gehen vielleicht nicht so viel in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, aber was wir ständig machen, ist die Übersetzung in die Politik, die Übersetzung also wir treffen uns ständig mit auch Vertretern, die uns finanzieren, auch aus dem Ministerium, auch Planungsreferat, und ich glaube, diese Übersetzung ist auch genauso wichtig, und gerade sozusagen, wenn wir uns da mit Themen auseinandersetzen wie, okay, welche politischen Instrumente gibt es, inwieweit integrative Handlungskonzepte uns hier weiterbringen und inwieweit solche politische Instrumente vielleicht weiter gedacht werden müssen, damit überhaupt diese Themen bearbeitbar werden können. Ich glaube, ich sage nicht, dass wir es geschafft haben, um Gottes Willen, aber ich denke, da konnte auch so ein Ansatz liegen oder einen möglichen Beitrag liegen, den wir versuchen hier zu machen. Gut, das war ich wollte das Projekt verteidigen ein bisschen. Ich will aber auch direkt zu dir antworten, dann kannst du vielleicht auf beide reagieren. Und zwar wollte ich nur sagen, dass wir jetzt so aus der Kulturanthropologie ja so ein bisschen den Nachteil haben, dass wir im Schreiben oft ein bisschen feststecken. Da kann man schon auch mal eine Ausstellung machen oder sowas oder einen Film oder so. Am Ende schreiben wir aber dann doch Bücher. Und ich glaube, vielleicht genau im Zusammenhang mit dieser Frage ist die Landschaftsarchitektur ein Stück weit im Vorteil, weil sie bestimmte Themen tatsächlich da draußen
mitten in die Stadt stellen kann und darüber auch solche Themen, wie wir sie hier diskutieren, daraus bringen kann. Und ich würde jetzt auf die Frage erwidern, vielleicht ist das ideale Medium oder die ideale Strategie, das da nach draußen zu kommunizieren, die Landschaftsarchitektur. Ja. Daran anknüpfend, weil ich jetzt das Mikro habe, ich habe eigentlich einen ganz einfachen Vorschlag, den habe ich vorhin auch gezeigt. Wir könnten solche Formate wie diese hier auch draußen machen. Ja, also damit hat man natürlich nicht nur die Übersetzung, die ist, glaube ich, das ist ein total wichtiger Begriff. Also natürlich sind das hermetische Sprachen und natürlich missverstehen wir uns alle. Und wenn jemand vorbeispaziert und das sehen kann, ist er noch nicht automatisch dabei. Aber es platziert diese Form der Auseinandersetzung zumindest in einem sichtbaren Bereich. Und genau, Vorschlag. Daran anknüpfend auch noch ein Satz. Also ich glaube, die Floating University ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, weil wahrscheinlich nicht nur Akademiker sich da treffen und sich der Kreis da irgendwie erweitert, sozusagen die Bildungsinstitutionen auslagern und sozusagen zu den Menschen bringen. Das ist ja sozusagen eine der Idee. Und ich glaube, dass gerade Bildungsinstitutionen wie Universitäten oder Kulturinstitutionen nehmen ja teil, würde Guattari sagen, an alternativen Subjektwerdungsprozessen. Das heißt, also wir haben ja unmittelbar Einfluss mit sozusagen das, was wir an Bildung, an Diskussion generieren, auf die Subjektwerdung von ganz vielen Leuten, die sozusagen an dieser Diskussion teilnehmen oder an diesen Diskursen. Und das ist ja sozusagen ein Schritt. Und der andere, würde ich sagen, ist aber, dass natürlich aktivistischere Prozesse ein anderer Ansatzpunkt sind, Dinge oder Verhältnisse zu ändern. Das heißt, eigentlich gibt es nicht einen sozusagen möglicher Weg, sondern ganz viele mögliche Wege, die sozusagen von unterschiedlichen Seiten, eher der aktivistische, der sozusagen die Subjektwerdung oder alternative Subjektwerdungsprozesse betrifft, die Vorstellungen von Welt betreffen, wie neue Kosmologien zum Beispiel zu erzeugen, also und wie sozusagen repräsentieren wir Welt und was bedeutet das sozusagen als Handlungsanweisung. Es muss auf ganz vielen Ebenen stattfinden, damit sozusagen dieser umfassende Kulturwandel stattfindet. Das ist, glaube ich, da gibt es keine einfache Lösung oder keinen einfachen Kommunikationsweg. Ja. Genau, ich wollte noch ganz kurz antworten zu den Politikern. Ich denke, klar ist es wichtig, weil die am Schluss Entscheidungen treffen, sich an die zu wenden und denen zu erläutern, was man sich für Gedanken gemacht hat und was man sich davon erwartet. Aber wenn wir die Landschaft anschauen, wissen wir, nach welchen Prinzipien Politiker entscheiden. Deswegen denke ich, ist der Adressat, an den sich die Profession wenden muss, das zeigen ja auch alle Projekte. Ich meine, es geht um Partizipation, es geht darum, dass man Leute aktivieren will, dass sie Eigeninitiative zeigen und nicht darauf warten, dass die Stadt immer einen Baum noch wässert, der vor ihrer Haustür steht, sondern sie sollen eigentlich selber sich auch um diesen Baum, um ihre Stadt, um ihre Straße, um ihre Mitmenschen kümmern. Und da wollen wir ja am Schluss eigentlich hin. Und deswegen ist, glaube ich, der Politiker als erster Ansprechpartner die falsche Person, sondern es geht darum, aus meiner Sicht, die Menschen zu erreichen, weil die Menschen haben die Macht, die Politiker dahin zu bringen, dass sie das entscheiden, was sie wollen. Und erstens über Wahlen und zweitens mal, wenn das zwischen den Wahlen nicht klappt, sehen wir ja in den letzten Wochen und Monaten, dass es da zum Glück inzwischen wieder Menschen gibt, die sogar auf die Straße gehen, weil sie bestimmte Sachen erreichen wollen. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, den Menschen zu vermitteln, was die Profession schon kann und weiß und erreichen möchte, weil das genau in die Richtung geht, was die Menschen auch wollen. Nur sie können sich, glaube ich, bisher noch nicht so behelfen, außer ihren Protest über bestimmte Sachen, wie sie heute laufen, zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn man ihnen vermitteln könnte, dass es da eigentlich schon sehr, sehr viel Wissen und Methoden gibt, wie sie auch also selber sich helfen können. Und das ist ja eigentlich das, wo man am Schluss hin will. Die Menschen sollen ja selber wieder was machen und nicht ihnen jemand erzählen, was sie machen sollen und auch nicht den Tieren erzählen, was sie machen sollen und wo sie leben sollen und wie sie leben sollen, sondern die Menschen sollen ja wieder ein Gefühl dafür entwickeln, dass sie eigentlich selber die Macht haben, die Stadt und die Dinge und ihr Leben so zu gestalten. Langsam jetzt auf Schluss machen und genau.
Danke. Ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen, weil der mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich momentan gerade ein Projekt zur Bürgerbeteiligung leite und ich auch in meiner eigenen Wissenschaft viel zu in einer Art Öffentlichkeitsbildung gemacht habe im Bereich Kulturanthropologie. Ich glaube, das Erste ist, wenn man so ein Projekt, also bei der Projektplanung ist, ich kenne das Projekt jetzt nicht im Detail, aber es ist, was ich jetzt gelernt habe, ist das definitiv ganz, dass da muss man sehr viel Energie und auch wirklich einen guten Plan haben, wie man diese Kommunikation mit zum Beispiel den Medien oder auch anderen Vereinen, wie zum Beispiel Green City, dass man das von Anfang an auch wirklich gut strukturiert und plant, weil das fällt so schnell left and right, wenn du irgendwie so dein Projekt irgendwie machen musst und dann ist das irgendwie das Zentrum. Ja. Also das, und das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, dass wir in der Wissenschaft generell, ich kenne die Landschaftsarchitektur nicht so gut, aber wir lernen nicht, diese Kommunikation außerhalb der Universität zu betreiben. Das ist ein Riesenmangel und also diese Public Anthropology ist irgendwie ein Bereich, wo das irgendwie ein bisschen noch aufgearbeitet wird und da passiert auch viel, aber es ist viel zu wenig. Ja. Und das Dritte ist, dass das eigentlich auch so eine epistemologische Erkenntnis vielleicht aus dieser Konferenz auch, dass diese interdisziplinäre Arbeit uns ja eben auch mit diesen neuen Methoden ausstattet, die wir dann auch mit über die Universität hinaus bringen können. Ja. Also dieses Training, das wir auch selber machen als interdisziplinäre Wissenschaftler, startet uns auch aus, ganz andere epistemic communities irgendwie mit einzubringen und da auch weiter zu experimentieren. Es wird gerade so schön ruhig. Eine letzte Frage. Ich wollte auch noch mal dazu was sagen, mit dem, wie wir die Menschen wieder dazu bringen, vielleicht auch selber wieder das Wort zu heben, dass sie es anders haben wollen, dass sie was merken wollen. Ich meine, die Menschen müssen erstmal wieder lernen, was eigentlich vielleicht ja, Wildnis ist oder was Natur ist, damit sie auch dafür eintreten können und auch dafür was machen können und damit wir ihnen, und sie müssen auch irgendwie das Wissen, was wir haben, auch vermittelt bekommen. Und ich finde, was jetzt halt viele Leute jetzt sehen, ist, wenn was neu gestaltet wird, ist vielleicht eine sehr sterile Natur, wenn ich das mal so sagen darf, also mit zwei Arten, mit zwei verschiedenen Pflanzenarten, wo ich dann denke, die jetzt nicht das Geld haben, weiter rauszufahren und sich nochmal eine unberührte Natur anzuschauen, für die ist es dann vielleicht die Natur und die können dann auch, die regen sich dann darauf auf, wenn noch andere Tierarten plötzlich in der Stadt ja auch ihr Recht haben wollen. Und wir müssen den Menschen eigentlich auch wieder beibringen, dass es eben, dass die Natur kein Objekt ist, dass sie nicht einfach nur ein Gestaltungsobjekt, kein Inventar ist, sondern dass sie auch Teil dieser Stadt ist, dass sie auch ein Mitbewohner ist. Und wenn wir das irgendwie schaffen, den Leuten zu vermitteln, vielleicht durch Ausstellungen oder durch Workshops und was weiß ich, dann haben wir auch wieder mehr Chancen, dass vielleicht wieder mehr Natur akzeptiert wird in der Stadt oder auch, dass sich die Leute nicht mehr so drüber aufregen. Und das ist ja auch das, was wir so ein bisschen versuchen mit Animal AD Design, dass es auch nicht nur Gestaltung für das Tier, sondern auch für den Mensch, dass wir die beiden wieder zusammenbringen, die beiden Kulturen quasi. Und genau, und ich sehe das eigentlich genauso, dass es, was ich halt in meiner Laufbahn gelernt habe, ist, wenn man den Leuten überhaupt mal wieder zeigt, was es alles gibt, wie man die Dinge anspricht, wie sie heißen, was es für Arten sind, dann entsteht auch ein Bewusstsein und dann steht eine Verbindung und dann steht auch ein Wille dafür, etwas zu tun. Also das wollte ich nur noch mal sagen dazu. Okay, vielen Dank. Vielen Dank erstmal an euch alle. Bevor wir jetzt einen Schluss machen. Nur kurz ein Hinweis, Eigenwerbung hier machen. Mit Felix Remter organisieren wir in diesem Raum am 17. November ein Workshop. Das ist ein Samstag, 9 Uhr morgens bis 13 Uhr, mit dem Titel Ecologizing Urban Ontologies in the Anthropocene.
Und da werden wir Matthew Gandhi, das ist ein Kulturgeografen aus England, die Juniorprofessorin Dr. Maike Wolf aus Frankfurt, Dr. Sandra Jasper, Professor Helmut Trischler, vielleicht kennen der eine oder andere ihn von aus dem Rachel Carson Center, und wir beide. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir werden das auch sicherlich noch verteilen in den Mailinglisten und so weiter. Nur genau, ein kurzer Hinweis drauf. Und ich glaube, du möchtest noch ein Schlusswort geben. Ich mache es für uns beide zusammen oder für unser Team, denke ich mal. Versuche für uns alle zu sprechen, die diese Idee aufgesetzt haben, euch alle einzuladen. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr dieser seltsamen Einladung in diese gemixten Panels gefolgt seid. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur interessant war, sondern auch Spaß gemacht hat, miteinander zu diskutieren, mir jedenfalls. Und ich hatte das Gefühl, auch im Publikum gab es viel Interesse dafür, was wir heute hier und gestern diskutiert haben. Also erstmal an euch nochmal ganz herzliches Dankeschön für euer Kommen und auch ein Dankeschön dafür, dass ihr Carbon Footprint orientiert angereist seid und dass wir auch so wieder auseinandergehen. Was ich nicht versäumen möchte, ist, mich nochmal bei dem ganzen Team zu bedanken. Da möchte ich stellvertretend den Markus Riese nochmal benennen, der die ganze Organisation wunderbar zusammengeführt hat, aber natürlich auch alle anderen Lehrstuhlmitglieder unserer beiden Lehrstühle, die zu dieser Konferenz beigetragen haben. Da haben jetzt manche ganz schön gepowert. Morgen ist bei uns Tag der offenen Tür, da geht es gerade so weiter in Weinstephan. Montag ist Semestereinführung, also wir überlegen gerade noch, was wir Sonntag machen könnten miteinander, damit wir uns nicht so wahnsinnig vermissen. In diesem Sinne schließen wir diesen Abend heute mit dem großen Dankeschön an euch alle. Ich denke, es wird spannend, was nächstes Jahr um die Zeit von uns veröffentlicht wird zu dem Ganzen. Und wir versprechen natürlich, alle Gedanken, die hier entstanden sind, auch eindeutig zu identifizieren und sie auch so wiederzugeben, sollten sie in Verwendung kommen. Wir bleiben in Kontakt, da bin ich ganz sicher. Das ist viel zu spannend, als dass man das aufhört, was wir gestern und heute begonnen haben. Und in diesem Sinne verlasse ich jetzt hier dieses Plenum gemeinsam mit allen anderen und wünsche Ihnen allen miteinander, euch allen miteinander einen schönen Abend und ein tolles Wochenende. Vielen Dank. Applaus